Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021. So, die Kette habe ich vergessen, Steuergehäuse müssen wir noch kaufen. Jetzt machen wir mal gerade die Kipphebel drauf, weil den Deckel werde ich dann auch kaufen müssen. Und dann können wir das in einem Aufwasch machen. Ja, wir sind dabei. Wir bauen richtiges fettes Kompressormonster in unser Projekt K. Und gucken mal, was das Ganze dann so ergibt. So, Zündkerzen brauchen wir noch. Genau, Ventildeckel brauche ich, glaube ich, auch, oder? Ja, habe ich nicht da. So, den. Ups. So war das nicht gedacht. Steuergehäuse ist auch normal. Aber die Luftfilter, die holen wir natürlich hier. Versteht sich ja von selbst. Wir haben nicht mehr viel Geld, aber wir sind auch fast durch. Kupplung fehlt noch. So, Kurbelwellenriemenscheibe, Wasserpumpe. Ist gerade mal. Entschuldigung. Gucken, ob es die Wasserpumpe. Gibt es nicht als Tuning. Okay, dann brauchen wir sie auch nicht. Weil dann haben wir sie ja. So, dann brauchen wir den Wasserpumpenriemenscheibe, Keilriemen. Quatsch, muss ich doch kaufen. So. Den Keilriemen brauchen wir noch. So, und dann den hier noch. Müssen wir natürlich auch kaufen. Habe ich nicht da. Das sind alles so Dinge, die können wir nicht reparieren. Und Zündverteiler. Zündverteilerkappe. Ach so, und den brauchen wir hier auch. Ich gucke gerade mal, ob es. Ja, die gab es nicht, logisch. Macht ja auch keinen Sinn. Die gibt's aber. Der Lüfter nicht. So. Zündverteilerkappe. Und dann brauchen wir natürlich die Klammern und den Kabelsatz. Klammer lang brauchen wir zwei Stück. Und im Tuning kriegen wir dann den Zündkabelsatz. Für unser Kompressormonster. So, dann haben wir, glaube ich, fast alles nach oben. Der Lufteinlass fehlt noch. Kriegen wir den auch hier? Nope. Den gibt's nur dort. Und Kupplung brauchen wir natürlich, ne?
Das können wir aber gerade hier so holen. Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe, Schwungrad. Und hier brauchen wir dann noch das Ausrücklager. Schwungrad, Kupplungsscheibe, Kupplungsdruckplatte. Ausrücklager. So, damit wäre der Motor fertig. Dann können wir den hier abbauen. Achso, nee, das machen wir ja. Haha, mit dem Motorkran. So, zur Bühne 1. Den V8 Kompressor bauen wir da ein. Da bin ich mal mega gespannt. Der hat unglaublich viel. Alles, was Tuning ging, haben wir als Tuning-Teil eingebaut. Wow. Ja. Jetzt müssen wir noch ein paar Zusatzteile. Starterbatterie. Brauchen wir noch Wasserbehälter, Servobehälter, Kühler. So. Gibt's wahrscheinlich alles nicht im Tuning, ne? Der Wasserbehälter macht ja gar keinen Sinn. Okay. Kühler. Servoölbehälter. Muss ich auch noch kaufen, ne? Wäre von Vorteil. Wischwasserbehälter. Bremskraftverstärker. Starterbatterie. Das kriegen wir hier im Elektronikshop. So. Der Lackierung kostet ja zum Glück nur 1000. So. Dann haben wir die Sachen schon mal. Dreimal Relais Typ B. Einmal mittlere Sicherung C. Dreimal Typ B. Dreimal Typ A. Also dafür ist diese Einkaufsliste echt Gold wert. Zweimal Relais Typ A und dreimal C. So, dann können wir die Sachen nämlich auch verbauen und haben auch alles da, was wir brauchen. Das ist der große Vorteil. Sonst müsste man sich halt auch einen ganzen Schwung Sicherungen kaufen und haben wir einen Deckel da? Nope. Jetzt aber. So. Flüssigkeiten brauchen wir noch. Ohne ist es nicht gut. So. Den können wir noch auffüllen. Da sehe ich leider nicht, wann er voll ist, aber
dann, wenn er halt zur Seite gibt, wissen wir, dass er kurz vor voll ist. So. Servoölbehälter. Da sehen wir es wieder. So. Wischwasser. Dann haben wir alles, ne? Öl müsste ich nochmal... Ne, Motoröl brauchen wir noch. Stimmt, Motoröl müssen wir noch auffüllen. Der ist nämlich da. Oh, ein Getriebe brauchen wir noch. Ölpeilstab. Da. Nein! Mach doch nicht sowas. Halleluja. So, Motorraum wäre fertig. Oh, das sieht gut aus. Dann machen wir das Ganze. Ich meine, wir müssen mal gucken, ob wir es matt oder hochglänzend schwarz machen. Matt sähe auch mit Sicherheit gut aus. Oder knallrot. Wir gucken nachher mal. Das Schwarz hat ja schon was, ne? So. Getriebe haben wir noch, das ist sehr gut. Die sind nämlich teuer. Aber Anlasser haben wir keinen. Kriege ich den hier? Ja. Und dann brauchen wir noch eine Antriebswelle. Und dann sind wir, glaube ich. Du, eine Innenausstattung wäre vielleicht noch ganz gut. Eine Innenausstattung. Dafür stellen wir aber raus, sonst komme ich nämlich nicht innen rein. So. Zusätzliche Teile. Was gibt's denn da? Bonusteil. Wo kriegen wir denn Bonusteile her? So, Rücksitz, Vordersitz, Lenkrad, ja. Tablet, Innenausstattungen, Rücksitz, den würde ich sagen, nehmen wir auch. Das Lenkrad können wir auch nehmen. Sieht normal aus. Muss nur mal gucken, wie ich das mit den Bonusteilen mache. Okay, man sieht natürlich am Kompressor vorne, dass der nicht mehr so ganz original ist. So, Bonusteile. Wo kriege ich denn Bonusteile her? Zubehörshop. Hier. Oh. Polizei und Spoiler hinten. Da würde ich fast... Mamas Taxizeichen oben drauf. Oder eine Lufthutze. Hmm.
Okay, die Lufthutze passt da nicht. Na. Dürfte ein bisschen breiter sein, ne? Hätten wir den 2B nehmen müssen. Den kaufen wir nochmal. Guck mal, was da passt. Den nehmen wir nochmal weg. Der ist, glaube ich, besser. Müssen wir mal gucken, ob der mitlackiert wird. Gucken wir mal. So, dann bringen wir das Geschoss mal in die Lackieranlage. Lackieren bitte. So. Matt Flipflop. Wie kann ich denn die Kamera so? Oh doch, das sieht doch gar nicht so verkehrt. Und da wird mit lackiert. Sehr gut. Das hätte was, ne? Das natürlich auch. Oder Schwarzglanz. Und das Rot sieht auch schick aus, ne? Mit den schwarzen Scheinwerfern da vorne drin. Aber da passt das Polizeiding oben nicht. Uni. Perleffekt. Oder halt schwarz-matt. Ich glaube, wir nehmen schwarz-matt, oder? Schwarz-chrom. Natürlich auch nicht verkehrt, ne? Das passt ja, weil alles andere auch verchromt ist. Was haben wir noch? Flipflop. Sehe ich aber keinen Effekt, ehrlich gesagt. Dann vielleicht doch Schwarz-Chrom. Metallgehalt, Rauheit, Farbton. Design Set. Das mit dem Rot gefällt mir nicht. Außer wir nehmen eine andere Basisfarbe. Wow! Das ist doch auch mal ein Design. Was meint ihr? Was haben wir denn noch? Zwei? Drei? Ach so, wir haben nur 1 und 2. Chrom wirkt nicht so, aber... Flipflop.
glaube, wir nehmen den Glanz. Der gefällt mir ganz gut. Da muss nur das Blaulicht oben wieder weg. Vielleicht machen wir das Taxischild oben drauf. So, das waren die einzigen Sachen, die wir auswählen konnten, ne? Hä? Das sieht es aber anders aus. Habe ich da irgendwas jetzt falsch ausgewählt? Das Rote wollte ich eigentlich. Jo, jetzt passt's. Jetzt passt es. So, vor den Werkstatteingang. Dann müssen wir kurz mal das da wegmachen. Das wirkt nicht, aber der Spoiler hinten, der passt. Doch, der sieht schick aus. Jetzt bringen wir das ganze Ding noch auf den Leistungsprüfstand. Jetzt bin ich mal mega gespannt, was der drückt. 537 PS ab Werk. Ich denke mal, dass wir locker um die 800 oder mehr haben. Weil wir haben ja alles als Tuning-Teil drin. Was irgendwie geht. Okay, mit 800 lag ich knapp daneben. 1061 PS. Halleluja. 1061 PS und plus 962 Newtonmeter. Der schiebt, mein Lieber. Der schiebt. Ist die Frage, ob man damit mal auf die Linksstrecke gehen. Ne, Rennstrecke nicht. Teststrecke wäre aber eine Möglichkeit, ne? Oder hier VMAX. Der hier. Bin ich mal gespannt. 1061 waren es, glaube ich, ne? PS. Er kennt nur durchdrehen, habe ich den Eindruck. Klar, 9000 PS dürfte nahezu unfahrbar sein. Okay. Okay, also der hat es in sich. Das lassen wir, das Experiment. 1061 PS. Holla die Waldfee. Ja, das ist mal eine Ansage. Gemessene Leistung 1061. Holla. Ja, also da haben wir, glaube ich, gute Arbeit geleistet. Ich meine, mit 537 PS steht das Ding eh schon gut im Futter. Jetzt mit 1061 noch mehr.
Wir machen einen Gewinn von 89.000 Euro. Ja. Machen wir. Das Projekt hat sich gelohnt, würde ich sagen. Der hat sich gelohnt. Dann können wir mal den anderen noch auf die Bühne holen, der da hinten noch rumsteht. Auf dem Diagnosepfad. So, die Schüssel. Da machen wir auch einen Kompressor rein, würde ich sagen. Aber nicht mehr mit Tuning über alles. Sondern da gucken wir, was wir halt an Teilen haben und was nicht. Hier war mal ein Kompressormotor drin, also die Basis haben wir. Ich überlege gerade, ob wir nochmal eine kleine Schrottplatztour machen. Wobei in dieser Folge auf keinen Fall mehr. In dieser Folge sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seid auch das nächste Mal mit dabei. Und wie schon mal gesagt, wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch. Ist immer schön, wenn man sehen kann, dass die Videos ankommen. Ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.